Erzähle, worauf du vertraust. Unter diesem Motto steht die diesjährige Diaspora-Aktion zum Diaspora-Sonntag. Es ist eine Einladung. Die Aktion möchte ermutigen, vom eigenen Glauben zu erzählen, ihn zu teilen, mitzuteilen und auf diese Weise einander zu stärken. Mich spricht im Evangelium des heutigen Sonntags das Wort Jesu an: Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Worte, überliefert und niedergeschrieben, dem Vergessen entrissen, vermutlich im Eindruck der Zerstörung Jerusalems, in einer Zeit also, die in gewisser Hinsicht der unseren nicht unähnlich ist, wo alles ins Wanken gerät, Sicherheiten aus der Hand geschlagen werden und die Zukunft düster erscheint. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Die Worte Jesu, ich denke etwa an seine Einladung, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder selig die Barmherzigen, sie werden Erbarmen finden. Oder heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Bausteine für ein Leben im Dennoch und Trotzdem. Auswendig, besser inwendig, mit dem Herzen gelernt, kann ich sie überall mitnehmen. Wegweiser und Richtungspfähle inmitten einer oft weglosen, oft ausweglos scheinenden Wüste der Zerstörung und des Leids. Als viele Jünger an Jesus irre geworden waren und ihn verlassen wollten, da provozierte er die Apostel mit der Frage, wollt auch ihr gehen? Und Petrus antwortet, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ja, er ist das Wort des Lebens in Person. In diesem Jahr blicken wir auf eine 175-jährige Geschichte zurück, die eine große Erfolgsgeschichte erzählt. Grund, den 175. Geburtstag gebührend zu feiern. Und Aufgabe und Zielsetzung des Bonifatiuswerkes ist zunächst die Unterstützung der Seelsorge in den katholischen Diaspora-Gebieten Nord- und Ostdeutschlands und in den skandinavischen Ländern, dort also, wo die Katholiken eine oft verschwindende Minderheit sind. Das Werk benennt sich nach dem heiligen Bonifatius, dem Apostel der Deutschen, der, aus England kommend, im 8. Jahrhundert in unserer Heimat das Evangelium verkündet und Bistümer gegründet hat, unter anderem auch das Bistum Regensburg, und der die Verbindung mit Rom gestärkt hat. Das Bonifatiuswerk hilft Christen, die ihren katholischen Glauben in einer Minderheitensituation leben. Es unterstützt in über 800 Projekten in Nordeuropa, im Baltikum sowie in den katholischen Diaspora-Regionen Nord- und Ostdeutschlands Geschwister im Glauben, bei der Glaubensweitergabe, in der Pfarreiarbeit und im karitativen Handeln. Mittlerweile bietet das Bonifatiuswerk eine breite Palette von Materialien zur Unterstützung der Pastoral in allen Pfarrgemeinden an, angesichts der Tatsache, dass wir eigentlich überall in Deutschland wieder Missionsgebiet werden. Wir beziehen beispielsweise über das Bonifatiuswerk unter anderem jedes Jahr an die 1000 Schokoladen-Nikoläuse für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ordinariat. Den echten Nikolaus als Bischof mit Stab, Mitra und Brustkreuz, als bewussten Akzent gegen die Verkitschung durch den Weihnachtsmann und als Erinnerung an die frohe Botschaft. Ich lade Sie ein, erzählen Sie, was Sie im Glauben trägt und unterstützen Sie das Bonifatiuswerk mit einer großzügigen Spende. Ich bin Bischof Rudolf Voderholzer in Regensburg.